War natürlich eine sehr brutale und eine enttäuschende Niederlage, vor allen Dingen auch in der Höhe. Zumal man sagen muss, dass wir die ersten 25, 30 Minuten eigentlich schon auch gut im Spiel waren, das Spiel unter Kontrolle hatten. Und wir hatten uns auch am Anfang des Spiels einige gute Möglichkeiten herausgespielt. Und man spürt dann einfach im Moment förmlich, dass wenn man diese Möglichkeiten nicht macht, dass wir nicht dieses Selbstbewusstsein haben, auch aufgrund von Ergebnissen der vergangenen Monate, wie wir das schon hatten. Und dann nach dem Gegentreffer sind wir dann irgendwie auch von unserer Linie abgekommen. Was nicht passieren darf, dass wir die letzten 10 Minuten dann irgendwie auch so auseinanderfallen, dass da keiner mehr die Verantwortung übernimmt, eben auch mal ein bisschen Ruhe. Wenn man dann 1-0 verliert, okay, natürlich kann man immer in Konter laufen, wenn man alles nach vorne wirft. Aber die letzten 10 Minuten 2 Tore dann zu bekommen, das sollte normalerweise nicht der Fall sein. I speak to a lot of German journalists and they all say this might be one of Joachim's last games for the Mannschaft. What would you say to those journalists? One of your last games for the German squad. Eines der schlechtesten Spiele. Eines der letzten. Spekulieren, das für mich. Ja, ja. Ja. Ah, ja. Spekulieren. Aber du kannst Deutsch antworten. Da müssen wir schnell jetzt irgendwie tauschen hier, weil da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da müssen wir vielleicht einen anderen Verantwortlichen holen, ja? Der die Frage beantwortet. Haben wir die Frage richtig verstanden oder falsch? Die Frage war, Sie haben jetzt... So it's not your decision to quit, for example. At the moment not.